Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Welle 1974. Wir sind wieder bei Grey Matter. Ich wollte euch aber eine Sache zeigen. Zeige ich euch mal was. Seht ihr schon? Kapitel 1 haben wir schon 30% durch. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie viele Kapitel es gibt. Also das kann ich euch nicht sagen. So, ich habe ein paar Informationen für euch. Soll ja niemand sagen, dass der Venom nicht irgendwie recherchieren kann. Doch, das kann er. Wahrscheinlich nicht viel mehr, aber ist egal. So, das letzte Mal, als ich das Ding gespielt habe, war 2010. Ich habe es also direkt nach dem Release gespielt. Also das heißt, wir reden von vor 7 Jahren. Ja? Also, dass ich mich wahnsinnig daran erinnern kann, kann ich nicht sagen. Was ganz lustig ist, obwohl das Ding von Jane Jensen geschrieben ist, eben die bekannt geworden ist, auch eben durch Gabriel Knight. Ihr Mann hat das Ganze vertont, wie eben bei Gabriel Knight auch. Kam das tatsächlich in der englischen Sprachversion erst 2011 raus. Also ihr seht, da fing es schon so an, so 2010 und aufwärts, wie es heute auch ist, dass Adventures eigentlich in Europa oder beziehungsweise im deutschsprachigen Raum immer noch ein größerer Knaller sind als weltweit. Ich finde das eigentlich ganz gut. Es gibt eine Special Edition von dem Ding, die werde ich dann auch nochmal zeigen, die habe ich auch. Das war so ein Re-Release mit Karten, Postermotiv und irgendwas, also wer auf sowas steht und wer das Game mag, der sollte mal gucken. Ich denke mal, die kriegt man mittlerweile nachgeschmissen. Das ist also auch sicherlich für Sammler ganz interessant. Was die Vertonung angeht, den David Styles habt ihr noch nicht gehört, der wird aber gesprochen von Bernd Rehäuser und da müsst ihr mir helfen, der war irgendwie bei Alles, was zählt und noch irgendwie anderen RTL-Serien. Mein Gott, und es gibt dann irgendwie noch andere Sprecher, die wir dann irgendwie kennen. Also es gibt dann irgendwie noch 2, 3 bekannte Sprecher als Nebendarsteller. Das habe ich aber vollkommen verdrängt. Ich dachte eigentlich nur, es gibt 2 Hauptprotagonisten. Und die gute Dame hier, Sam, wird eben vertont, wer die Lindenstraße kennt von Angelika Buchstab, / Dressler. Im richtigen bürgerlichen Namen Daniela Bette, kommt witzigerweise aus Meschede, also bei uns jetzt fast hier um die Ecke, aus dem Sauerland, jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg. Und ihr könnt euch mal die gute Dame angucken, die passt auf die Rolle ganz gut und als Sprecherin kann ich euch sagen, macht die hier einen saugeilen Job. Das muss man ganz ehrlich sagen, also das hat mich wirklich umgehauen, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, weil die macht einen richtig guten Job. Wirklich richtig guten Job. So, machen wir weiter. Wir sind hier und analysieren das mal alles. Sieht ganz so aus, als müssten die Patienten hier ziemlich lange warten. So, was haben wir denn da Schönes? Annelords Schreibtisch angucken, immer eine gute Idee. Da liegen weder Karten noch Busfahrpläne herum. Nicht mal eine Adresse. Na gut, der wird doch eine Visitenkarte haben oder sowas. Da liegen weder Karten noch Der Computer ist uralt. Selbst ein Rechenbrett hat sich ja mehr drauf. Gut, da soll es aber Ärzte geben, die auf so Nostalgie-Scheiß stehen. Da liegen weder... Mein Hausarzt übrigens auch, falls das jemand interessiert. Geldbeutel, einfach mal... Ich könnte wirklich etwas Geld gebrauchen. Selbst 20 Pfund würden reichen. Ich bin völlig blank. Allerdings lautet das Credo der Zauberer, nimm niemals Geld oder andere Wertgegenstände an dich. Ich kann einfach nicht. Ja, sicher. Scheinen Familienfotos zu sein. Nichts, was mir irgendwie weiterhelfen könnte. Scheinen Familien... Leider befindet sich auf dem Globus keine Aufschrift, die lautet, an dieser Stelle bist du. Du kannst ja ein X reinmachen, so ist das ja nicht. Das X markiert ja meistens die Stelle in Adventures. Wie reizend. Genau das, was man sehen will, wenn man bei einem Doktor wartet. Ja gut, willst du lieber das Skelett? Also, ich weiß es nicht. Okay. Es wird vergrößert. Er hat interessante Patienten. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Sind das welche von den Patienten des Doktors? Interessant. Sagt sie mal selber, okay. Foto. Die beiden geben ein nettes Paar ab. Das Foto ist zwar kitschig, aber sie sehen glücklich aus. Okay, Foto eines Pärchens. Welches wissen wir jetzt nicht, aber wir müssen ja nie alles wissen, ne? Der Kamin scheint ewig nicht mehr benutzt worden zu sein. Sieht auch nicht auch der Raum aus. Sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre er hier 25.000 Mal. Und so sieht er mir ein bisschen zu tot aus, der Raum.
Hier scheint ja jemand ein richtiger Bücherwurm zu sein. Irgendwann will ich mal eine Bibliothek haben. Hier scheint ja... Da ist nichts. Was ist da oben? Dämonenstatue, siehe. Hier scheint ja jemand ein richtiger Bücherwurm zu sein. Dieses Haus ist total unheimlich. Und ich als Goth weiß, wovon ich rede. Okay. Dr. David Stiles, Neurobiologie. Ich hoffe, er findet eine Assistentin. Doc. Die beiden geben ein... Was haben wir denn noch uns angeguckt? So, das haben Aschenbecher haben wir uns noch nie angeguckt. Ich meine nicht, dass wir uns jetzt unbedingt einen Aschenbecher angucken sollten, aber hierbei handelt es sich ja um ein Adventure und ein Adventure, da gucken wir uns dann dementsprechend auch natürlich den Ascher an. Komm, erzähl mir, Rauchen ist gefährlich. Ich rauche nicht. Das ist auch gut so, also... Kann ich euch übrigens auch was erzählen. Eigentlich bin ich nicht Raucher, aber nicht, dass ich nicht auch noch schon mal eine angezündet habe. So ist das nicht. Muss ich aktuell wieder übrigens aufpassen, das ist auch so. Aber vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn du mache nicht, riskierst dein Leben. Als ob das irgendeiner von euch schreiben wird, aber... Okay. Abgeschlossen. Ja. Da wir noch keinen Schlüssel haben, würde ich mal sagen, da sollen wir halt noch nicht hin. Aber wir haben ja noch ein paar Räumlichkeiten, die wir uns angucken können. Wobei ich doch wirklich nicht so wirklich einen Bezug habe, wo ich genau hin soll. So, gehen wir in die Küche und dann machen wir noch den Speisesaal. Ja, mehr haben wir dann auch nicht. Ich höre jemanden. Da gehe ich besser nicht rein. Gut, dann haben wir eine andere Chance. Dann gehen wir in den Speisesaal. Ich weiß noch nicht mehr, wie groß das Haus ist. Schrank mit Stiel. Hier alles. Eulen. Okay. Ausgestopfte Eulen. So hat das Abendessen einen Hauch von frisch auf den Tisch. Ja. Wow. Die Dinger da oben sehen aus wie Wikingerköpfe. Okay. Wenn es schön macht. Komischer Ort für eine Stereoanlage. Vielleicht beruhigt die Musik die Patienten beim Essen. Was hört er denn? In dem Schrank sind viele CDs, aber keine Landkarten oder Adressen. Es wäre ja mal schön, wenn du mir sagen würdest, was der denn hört. Weil, das wäre jetzt nicht so uninteressant. Was haben wir noch? Die Gemälde gucke ich mir an. Vor Schrankkerzen. Okay. Gucken wir uns das mal an. Die Gemälde gucken wir uns sowieso an, das ist klar. Neugierig sind wir ja nur. Porzellan und Tafelsilber. Schick. Respekt. Mein Glückwunsch. Meine Güte. An diesem Tisch könnte man das ganze Repräsentantenhaus durchfüttern. Manche Leute haben das Geld dafür. Manche nicht. Und manche brauchen so einen Scheiß auch nicht. Der Samtbezug ist ganz schön abgenutzt. Ich wette, diese Stühle stehen hier schon ziemlich lange. Ja, das würde ich auch sagen. Das deckt sich ja mit den anderen Räumlichkeiten. Komm. Komm. Space. Ich möchte einmal... Was habe ich denn noch? Das Fenster habe ich mir noch nicht angesehen. Dann gucken wir uns mal das Fenster an. Guckt sie dann raus oder was? Ich sehe die lange Einfahrt, von der ich gestern Abend gekommen bin. Die Straße ist noch da. Na, immerhin. Gut, dass die Chance, dass jetzt irgendeiner über Nacht die Straße wegbetoniert oder wie bei Silent Hill auf einmal da nicht mehr rauskommen. Okay, das ist eher unwahrscheinlich. Nicht angucken. Was ist das? Schotten? Diese Aquarelle sind schön. Ich würde sagen, selbst gemalt. Jemand in der Familie muss ein Künstler sein. Hm. Ein L und ein D. Licht und Dunkelheit? Ach, keine Ahnung. L und D. L und D. Sagt mir das noch irgendwas? Nein.
Ich weiß nicht mehr, wie... Obwohl, der, doch, David heißt er. David Styles heißt er. Da haben wir immer schon mal das D. Das L sagt mir nur nichts. Diese Aquarelle sind schön. Ich würde sagen, selbstgemalt. Ja, das hast du schon gesagt. Diese Aquarelle... Ein Pärchen... Au, ein Pärchen in einem Boot. Typische Szene für eine romantische Beziehung. Wäre es eine meiner Beziehungen, wäre das Boot mitten im Ozean in einem Sturm. Auch solche Geschichten kenne ich, kann ich dir sagen. Diese Aquarelle sind schön. Ich würde sagen, selbst... Ja. Gibt übrigens die lustige Geschichte. Ihr wisst ja, ich hau ja jetzt mittlerweile irgendwie totale Insider raus. Es gibt tatsächlich, dass bei meiner Geburt irgendwie das beschissenste Wetter aller Zeiten war. Übrigens nur so mal am Rande. Also falls ihr mir irgendwie irgendeinen Legendenstatus unterstellen wollt. Soll angeblich wirklich sein. Ich kann es nicht beweisen. Ich habe nicht die alte Wetteraufzeichnung mir irgendwann mal angeguckt. So ist das nicht. Ja. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Ach, wo kommen wir denn da hin? Vordereingang. Okay, da gibt es noch was anderes. Ich glaube, ich habe gestern ein Schild gesehen. Ich sollte mich hier genauer umsehen. Boah, also das Haus finde ich nicht unnice. Das Haus sieht cool aus. Zwar ein bisschen unheimlich, aber mir gefällt's. Ich finde, das so als Wallpaper finde ich als Setting gar nicht so schlecht. Das hat was. Das hat auch vor allem, wenn man so die Farbkomposition anguckt, und jetzt kommt so der Hobbyfotograf in mir durch, ist das ganz cool. Das hat so ein bisschen was von allem. Ja? Also, so der ganze Zyklus des Lebens. Boah. Herzlich willkommen bei Mr. Venom und 10.000 Meisterwerke. Das ist meine Bewerbung hier bei Arte. Oder 8. Ich möchte auch sagen, was er kann. Das ist leer. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Das Foyer, da waren wir schon. Die Bus... Hat die nicht gesagt, die will zur Bushaltestelle? Dann gehen wir nochmal zur Bushaltestelle. Ich muss eine Karte oder etwas Ähnliches finden. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die nächste Bushaltestelle ist. Aber Sam, du weißt, dass da eine Bushaltestelle ist, obwohl du nicht weißt, dass da eine Bushaltestelle ist. Ist das Frauenlogik? Schreibt es jetzt in die Kommentare, bitte nicht. Und Frauenwelt, sorry. Sagt nur ein dummer Kerl, der zu doof ist, die Cosmopolitan zu abonnieren. So. Habe ich vielleicht jetzt gerade meinen Ruf nochmal gerettet. Wenn nicht, ist auch egal. Make me famous. Hate me. So. Da haben wir schon wieder eine Statue. Da scheint er, oder wer auch immer, ganz besonders drauf abzufahren. Ich kann so ein bisschen wie so ein Folterturm, ey. Lässt ja auch Zeit, ne? Ich liebe diese ganzen alten Gothic-Sachen hier überall. Wirklich ein cooles Haus. Na gut. Der Turm ist irgendwie merkwürdig, so abseits wie er da steht. Sieht eher wie eine Miniatur oder Nachbildung aus. Das ist schön, dass du auch der Meinung bist, dass der irgendwie nicht so stimmig ist. Man passt nämlich, weißt du schön, passt nicht, not in the picture. Da habe ich gestern mein Motorrad reingestellt. Ich werde es wohl stehen lassen. Ist eh nur noch ein Haufen Schrott und die Reparatur wäre viel zu teuer. Okay, also. Hä? Ich kann aber jetzt trotzdem die Garage mit. Okay, ich betrete die jetzt einfach mal. Digga! Ich gehe da nicht rein, es interessiert mich nicht, aber ich gehe trotzdem rein. Ich könnte mich mit dem Wagen aus dem Staub machen, aber wahrscheinlich würde mich die Polizei schon nach nicht mal 20 Meilen schnappen. Nicht so ein Pessimismus. Ich könnte... Das Kennzeichen komme ich nicht ran. Gemälde? Okay, ist verhangen, oder was? Ein bisschen was, muss man sagen, weiß die ein bisschen viel, was man eigentlich nicht wissen kann. Da kann ja alles Mögliche drunter sein. Die sehen ziemlich alt aus und modrig. Das Motorrad, klar. Ansonsten ist hier nichts. Ja, da wirst du mir wahrscheinlich sagen, das ist kaputt. Vermute ich. Ich denke, das ist kaputt. Sam? Du machst komische Sachen, Sam. Verdammt. Ich muss es wohl oder übel hier lassen und einen Bus oder Zug nach London nehmen. Ich habe meinen letzten Penny für diesen Schrotthaufen ausgegeben. Ja. Jetzt nicht hier rumjammern und rummeckern, weil wir wissen doch, dass das kaputt ist.
hier ist irgendwie auch nichts. Das Einzige, was er gerade noch gesagt hat, wir sollen irgendwie mal was gucken wegen Zettel. Da kommen wir auch nicht rein, ne? Das ist keine Option, also gehen wir mal wieder zurück. Gucken wir uns mal an. Vielleicht muss die erstmal dieses komische Schild lesen, was die eine da auch gelesen hat. Ah, da war was. Da war was. Eingangsschild. Ich hab was gesehen. Guck dir mal das Eingangsschild an. Haha. Gut aufgepasst. Hallo? Ja, ja. Das Haus sieht cool aus. Zwar ein bisschen unheimlich. Ja, aber das hast du ja gelesen. Das hat ja jetzt mit dem Schild zu tun. Oder war das jetzt der Insider-Witz? Musste ich jetzt einfach nur einmal raus und... Hä? Löwengesicht. Moment, das habe ich mir... In diese Statue will man auch nicht unbedingt reinrennen, wenn man nachts im Dunkeln über die Treppe stolpert. Nicht unbedingt. Diese ganzen einladenden Fratzen hier machen mich langsam verrückt. Ich sollte lieber nach einer Karte oder sowas in der Art suchen, um herauszufinden, wo ich hier gelandet bin und wie ich in die nächste Stadt komme. Die Statue einer verhüllten Frau. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber sieht ganz schön düster aus. Gefällt mir. Also, um mal eine Referenz zu machen, du erinnerst mich langsam an jemanden, du solltest vielleicht irgendwie überlegen, in welche Richtung du tendierst, ob dir das gefällt oder eben nicht. Nenn mich einfach. Nenn mich simpel. Nenn mich Vollpfosten, was auch immer. Oder nenn mich Klaus Rüdiger von Maiswurzhagen oder so. Oder mach das nicht, weil irgendeiner da draußen tut das garantiert wieder. Ich kenne euch doch. Ja. Dann haben wir schon nicht unbedingt eine Idee, wie es weitergeht. Ihr könnt mir einen Tipp geben. Der wird mir wahrscheinlich aktuell noch nicht viel bringen, weil ich werde jetzt noch eine dritte Folge aufnehmen. Ich werde jetzt mal offscreen ein bisschen gucken, ob irgendwas passiert. Und dann machen wir auf jeden Fall gleich weiter. Aber auf jeden Fall haben wir uns das Haus und alles drumherum erstmal angeguckt. Das heißt, der Adventure-Part ist jetzt durch. Also entweder es kommt jetzt irgendein Event. Ich glaube, das Ding hat auch Trigger-Events. Da steht auf jeden Fall Jane Jensen auch drauf. Das gab es bei Gabriel Knight bei den späteren Teilen leider häufig. Dann kann sein, dass wir jetzt irgendwas machen, was wir vorher nicht machen konnten. Und keiner weiß eigentlich warum, aber ist halt so. Ja, ich bin gespannt. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ihr könnt ja schon mal ein bisschen euch über Sam auslassen. Bin mal gespannt, was die Community da draußen denkt. Ich weiß ja, ich habe ja mittlerweile jetzt den einen oder anderen Zuschauer, der sich eigentlich hier zu Hause fühlen müsste. Ja, und dann gucken wir mal. Und dann sehen wir uns in Folge 3 wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wenn ihr wollt, ne, ihr könnt ja den... Ne? Ja, ihr wisst, was ihr machen könnt. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Oder tschüss. Oder was auch immer. Bis gleich.